Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier schon viele schräge Beiträge heute Morgen gehört, aber Herr Baumann, das, was Sie gemacht haben, das war wirklich ein Zerrbild der Wirklichkeit in Deutschland. Der Kollege Mittelberg hat es richtig gesagt. Wir haben die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1992, die höchste Aufklärungsquote seit 2005. Das ist Ergebnis der engagierten Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten in Bund und Ländern. Und das muss man erstmal auch zur Wahrheit dazu sagen, wenn wir das hier diskutieren heute. Und das ist aber auch Resultat der konsequenten Innenpolitik der Union in den vergangenen Jahren. Wir haben den Etat für die innere Sicherheit um 50% gesteigert seit 2015 mit der SPD. Wir haben die Sicherheitsbehörden im Bund um 22.000 Stellen gestärkt. Und deshalb sagen wir auch guten Gewissens, die innere Sicherheit ist bei der Union in besten Händen, meine Damen und Herren. Na, darüber sprechen wir gleich noch. Aber selbstverständlich gibt es laufend neue Herausforderungen. Und ja, wir haben auch in Teilen Deutschlands ein Clan-Problem, das ist angesprochen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, die Bekämpfung der Clan-Kriminalität ist eine originäre Aufgabe der Länder. Und hierfür tragen die Innenminister der Länder auch die Verantwortung. Es ist schon besprochen worden, wo haben wir denn die Hotspots der Clan-Kriminalität in Deutschland? Die Länder sind benannt, Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir uns das anschauen, sind das alles Länder, die aktuell oder über längere Zeit sozialdemokratische Innenminister hatten. Und hier müssen sich einige Verantwortliche schon die Frage stellen, wie konnte es überhaupt passieren, dass sich diese Strukturen so verfestigen konnten. Aber kommen wir zur Gegenwart. Die ist ja deutlich positiver als angesprochen worden. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit 2 Jahren eine Landesregierung unter christdemokratischer Führung mit einem Innenminister der CDU und mit der FDP als Partner in der Landesregierung. Und das ist gut, dass diese Landesregierung jetzt auch handelt. Und die hat dieses Problem überhaupt als erstes Land schonungslos benannt. Und sie hat auch die Namen der Familienclans öffentlich gemacht. Und die Hotspots sind identifiziert worden. Es ist eine Taskforce-Finanzermittlung eingerichtet worden. Es ist eine Soko-Clan in Essen auf die Beine gestellt worden. Und es ist ein umfassendes Lagebild Clan-Kriminalität auf die Beine gestellt worden. Das ist gute Sicherheitspolitik gegen Clan-Kriminalität in Deutschland. Und da können Sie andere Länder auch eine Scheibe von abschneiden, meine Damen und Herren. Und wir haben die erste Zwischenbilanz. Von Juli 2018 bis Februar 2019 gab es insgesamt 258 Ermittlungsverfahren. 19 Haftbefehle sind erlassen worden. 655.000 Euro Clanvermögen sind abgeschöpft worden. Und gerade dieses Mittel der Vermögensabschöpfung ist ja hier intensiv genutzt worden. Deswegen war es auch richtig, dass wir mit der Geldwäscheverordnung in der letzten Legislaturperiode hierfür die Weichen gestellt haben. Es ist ein erfolgreiches Mittel. Und mir ist völlig schleierhaft, wenn ich in Ihren Antrag gucke, wie Sie das als Misserfolg bezeichnen können. Jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt und auskennt, weiß, dass es das wirksamste Mittel ist, um Clanstrukturen wirklich wirksam zu treffen und die Mitglieder zu treffen, meine Damen und Herren. So, aber kommen wir zu Ihrem Antrag. Diesmal haben Sie es ja geschafft, auf 10 Seiten mit viel Allgemeinplätzen und Zitaten viel zu schreiben, aber ganz wenig zu sagen. Alles nach dem Motto, man müsste mal und man könnte mal. So, und viel sinnvoller, Herr Baumann, als den Bundesvorsitzenden des BDK, Herrn Fiedler, zu zitieren, wäre es ja mal gewesen, sich mit dem ausgezeichneten Papier des BDK auseinanderzusetzen. Denn von den insgesamt 24 Vorschlägen, die unterbreitet haben, haben Sie in Ihrem Antrag fast nichts aufgegriffen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob Sie es überhaupt gelesen haben. Dabei sind da ja viele kluge Vorschläge drin. Videovernehmung von Zeugen, die sonst eingeschüchtert werden später, Verbesserung der technischen Ausstattung für die Ausweitung von Kommunikationsdaten. Alles sehr vernünftig, was wir prüfen sollten. Und das Bundeslagebild, das Sie fordern, das ist doch bereits in der Planung. Und der Bundesinnenminister aus Seehofer hat auch angekündigt, Blick, die Bund-Länder-Initiative gegen Clankriminalität, das müssen Sie doch eigentlich auch wissen. Und deswegen ist mein Ratschlag an Sie, Herr Baumann, vielleicht lieber einmal zum Hörer greifen, mit den fachkundigen Mitarbeitern im BKA telefonieren, als hier so eine wochenlange Zitatesammlung zu verfassen. Da kommt häufig nichts Gutes bei raus, das sieht man auch bei Ihrem Antrag. Und letzte Bemerkung, liebe FDP. Wer Clankriminalität als ein Phänomen der organisierten Kriminalität bekämpfen will, der muss aber auch den Sicherheitsbehörden die rechtlichen Instrumente an die Hand geben zur Überwindung von Geräteverschlüsselung, zur Überwachung von Messenger-Diensten und Voice-over-IP-Anwendungen.
Und solange Sie Ihren Freiheitswillen über die Handlungsfähigkeit unserer Sicherheitsbehörden stellen, sollten Sie nicht allzu viel Wertschätzung für derartige Anträge erwarten. Wir stehen für einen starken und handlungsfähigen Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort Herr Kollege Hagen.